Herzlich willkommen in Lohbrügge in unserer Servicewohnanlage für Senioren. Ich freue mich auf die Besichtigung mit Ihnen. Unsere Stiftung richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen und diesen Menschen stellen wir Wohnungen zur Verfügung. Im Erdgeschoss finden Sie hier unsere Büros. Im ersten Büro sind unsere Betreuungsmitarbeiterinnen, hier gerade im Beratungsgespräch. Und hier nebenan finden sich die Mitarbeiterinnen vom ambulanten Pflegedienst, vom Pflegedienst Nordsee. Das ist unser stiftungseigener Pflegedienst, aber selbstverständlich haben Sie die freie Wahl, auch einen anderen Pflegedienst zu wählen. Also wir haben viele Räume, wo unterschiedliche Angebote stattfinden können. Wir haben Gesundheitsvorträge, die hier in der Einrichtung stattfinden. Wir haben natürlich unseren Saal geöffnet. Jeder ist willkommen, hier zu frühstücken, Mittag zu essen und einfach auch diese schönen Räumlichkeiten zu nutzen. Es ist natürlich auch so, wer sich gut vernetzt, der ist in der Regel auch ein bisschen aktiver und das beugt vielen Sachen vor. Das ist jetzt unser Glashus, was ich Ihnen zeigen möchte. In unserem Glashus haben wir unterschiedliche Veranstaltungen. Sie können diesen Raum nutzen, um zum Beispiel private Feiern und Feste hier auszurichten. Also ein Kickertisch ist natürlich mal was anderes, auch für den Bereich, wenn man sich sonst Senioreneinrichtungen ansieht, dann sieht man das wahrscheinlich sehr selten. Für mich war es wichtig, dass dadurch auch nochmal ein Generationenaustausch ermöglicht wird, weil in Schulen oder in Freizeitclubs spielen die Jugendlichen einfach Kicker und das könnte ja auch ein Anlass sein, die Omi oder den Opi zu besuchen und vielleicht auch sogar herauszufordern. Hallo Frau Anders, schön Sie zu sehen. Wir haben Sportangebote je nach Fähigkeiten. Dann haben wir unterschiedliche Angebote, die je nach Neigung hier stattfinden. Also Kreativangebote, Musikangebote. Zentrum und ich sehe, hier findet heute auch eine Gruppe das Mandala mal. Für mich ist es wichtig, dass die Mieter sich untereinander kennen, dass die Mieter einen Bezug zu den Mitarbeitern haben. Unser Fahrradraum. Oh, der hier ist er. Also trifft man sich, ne? Ja, toll. Und viel Spaß bei der Tour. Ja, danke schön. Falls in der kleinen Wohnung nicht ausreichend Platz zur Verfügung ist für eine eigene Waschmaschine, bieten wir hier Waschmöglichkeiten und natürlich auch Wäschetrockner sowie auch einen Trockenraum für den Fall, dass es draußen regnet. Wir vermitteln Dienstleistungen, wir stellen Kontakte her in den Stadtteil, je nachdem, wie der Bedarf des Einzelnen ist. Und natürlich für uns ist es auch sehr wichtig, dass die einzelnen Wohnungen mit einem Notrufgerät ausgestattet sind. Wir haben unterschiedliche Wohnungen zur Verfügung, Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte und Wohnungen für Zwei-Personen-Haushalte und die sind differenziert. Das müsste man sich dann in individuellen Gesprächen hier vor Ort ansehen, was das passende Angebot für einen ist.